meine Produktionsweise verändert sich ständig. Mein Ohr verändert sich aber nicht. Ich glaube, ich war schon immer so, mein Ohr war, stand schon immer mehr auf so ein bisschen das etwas raffere, um es mal wieder mit einem englischen Wort zu sagen. Ich mochte schon immer Produktionen, die nicht ganz so glatt waren, wo mal irgendwas raussteht, was nicht rausstehen soll. Und da kann ich eigentlich immer, das ist so sehr intuitiv. Aber rein technisch gesehen lerne ich natürlich immer wieder was dazu. Man probiert immer mal neue Kompressor, neue EQs aus, um mal jetzt das unter die Lupe zu nehmen. Aber wie ich einen Track produziere und die Herangehensweise, die ist eigentlich immer die gleiche. Also entweder fange ich an, einen Beat auf meiner Drum Machine zu programmieren, oder ich habe ein Sample und dann suche ich einen anderen Sound, der dazu passt, und dann suche ich wieder einen anderen Sound, der dazu passt. Und so bauen sich dann die Tracks auf.